Good Day Pilots. Wir sprechen heute über PMDG, die 737-600er ist da und es gibt schon wieder ein 737-700 Update. Mehr erfährst du in diesem Video. Piloten, ich hoffe, euch geht's gut und ich sage mal Hallo und liebe Grüße aus dem Urlaub. Der Publisher PMDG hat seine 737-600 jetzt für uns Piloten veröffentlicht und ihr könnt sie euch für 34,95 US-Dollar direkt über die PMDG Homepage kaufen. Dabei muss man erstmal sagen, die Boeing 737 ist im Allgemeinen ein sehr beliebtes Fluggerät, sowohl im nationalen als auch im internationalen Flugverkehr. Die Airline Scandinavian Airlines hatte zuallererst 1995 die 737 bei sich geordert und mit ans Boot geholt. Zuallererst war es die 737-500 Variante, die ja auch sehr besonders interessant ist aufgrund der Proportionen zwischen Rumpflänge und Flügelbreite. Ich habe es auch immer gesagt, zum Beispiel beim Airbus A310, ich liebe es, wenn der Rumpf einfach mal die Flügelbreite auch so hat, also in den gleichen Proportionen. Aber ich schweife schon wieder ab. Bei PMDG könnt ihr euch auf weitere Updates freuen, denn was jetzt ganz cool sein wird, mit der 737-600 Variante hat PMDG jetzt bestätigt, dass wir bald uns auf ein Tablet freuen können, womit die Integration zwischen Navigraph und SIM-Brief sozusagen nochmal ein neues Schmankerl ist und sozusagen das ganze Flugerlebnis abgerundet wird. Besonders könnt ihr dann eure Route natürlich dann schön verfolgen. Ich persönlich werde mir die 737-600 nicht kaufen, da mir die 737-700 völlig ausreicht. Auch die 800er werde ich wahrscheinlich gar nicht erst kaufen. Wie seht ihr das? Werdet ihr mehrere Varianten kaufen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare hinein. Piloten, lasst uns nochmal über was anderes sprechen. Und zwar hatte ich gestern bei Instagram, ihr könnt mir auch gerne folgen, da ich da sehr viel immer poste, jkmovies-youtube, also YT, sollte nicht am 30. Juli die Early Access von X-Plane 12 veröffentlicht werden. Ich habe bei Steam und überall geschaut, aber mir liegen keine Informationen vor. Auch bei Lamina Research habe ich direkt auf der Homepage geguckt und das letzte Update war der 19. Mai. Wisst ihr was? Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.